Da? Okay, jetzt wo wir hier über Warte. Internet miteinander in Verbindung stehen, möchte ich zuallererst Danke, Kalam Tony. die Sich Campos und lege an. Kalyanamitras und dann insbesondere jene, die da in den Nonnenklostern ordinierte Nonnen des aufrichtigen Lernens sind, noch die Sangha-Mitglieder der verschiedenen Institutionen, insbesondere auch der Kshetra, der Lehreinrichtungen und dann insbesondere auch alle jene, die über Internet hier zuhören, all die Frauen und Männer des Sangha überall, allen hier zunächst mein Willkommensgruß und Tashkili. So, wo sind wir nun in dem, was hier zu erklären sein soll, in unserem Thema angelangt? Es ist in der Autobiografie genannt, die guten Taten, darin in dem zweiten Hauptpunkt der eigentlichen Lebens- und Befreiungsgeschichte. Gestern habe ich den ersten Hauptpunkt dargelegt. Was ist jetzt der zweite Hauptpunkt? Es handelt sich um das Eigentliche, was verfasst und dargestellt, aufgeschrieben ist hier, nämlich die Lebensgeschichte im Detail. Diese eigentliche Lebens- und Befreiungsgeschichte gliedert sich in zwei Hauptabschnitte. Der erste davon berichtet von den Vorbereitungen, wie der Weg des Dharma zu betreten sei. Und der zweite Teil, der Hauptteil, kündet von der Art und Weise, wie er den Pfad der drei Arten von Befähigung zu üben wusste. Und wenn jetzt also der erste Punkt dran ist, nämlich die Vorbereitung, wie in den Weg des Dharma einzutreten, dann sind darin an Unterteilungen sechs verschiedene Punkte aufgeführt. Ich werde also jetzt jeden einzelnen dieser Punkte durchgehen und die Bedeutung herausstellen. Zunächst die Liste. Der erste heißt, des besten Nirmanakaya, bedeutungsvolles Handeln. Zweitens, wie er von Dharma-Hemmendem, den falschen Freunden, abließ. Drittens, wie er dem, was hilfreich ist, dem echten Freunde guten Herzens sich anschloss. Viertens, wie er von sinnlos sich zerstreuen abließ. Punkt 5, unbeständig sein, im eigenen Erlebensstrom bewusst geworden, wie er das Sorgen um nur dieses Leben losließ. Und schließlich 6, wie er jene, die niemals enttäuschen, die drei selten kostbaren als Schutz erwählte. Also mit diesen 6 Punkten ist hier darzulegen. Nun, des allerbesten Nirmanakaya, bedeutungsvolles Tun, was ist darunter zu verstehen? Wenn ich dies versuche, anhand des Grundtextes erstmal zu lesen, da heißt es: frei beglücktes Menschsein, schwer zu finden, jetzt erreicht, mich nicht getraut, es sinnlos zu vergeuden, so auf echten Dharma hin, eins gerichtet, Buddha-Wort gemäß nach besten Kräften wahrgemacht, habe ich, wann immer falsche Haltung aufkam, heftigst jene ausgeräumt. Dies auch im Glauben, dass es meine gute Tat sei, so vollbracht. Dieser Vers nun enthält die Art und Weise, wie Jimmy Dorje einen menschlichen Körper erlangte, die Tore des Dharma durchschritt und die fünferlei Arten der Vorsätze zu individueller Befreiung, Pratimoksha, fasste, um anschließend eins gerichtet mit allen drei Toren, Körper, Rede und Gemüt, gemäß dem Buddha-Wort, sich auf dem Pfad des Aufgebens von Unguten und dem Übernehmen von Guten, also des Tun und Lassens nach besten Kräften geschult hat und so sein Leben in ein sinnvolles verwandelte.
Diese Bedeutung wird hierin klar gezeigt. Nun, in dieser Autobiografie, die die guten Taten heißt, sind darin 33 gute Taten, nicht wahr? Und unter all jenen ist dies die erste gute Tat. Um also zu allem Anfang davon zu sprechen, wie Jim Miju Dorje in einen menschlichen Körper hineingeboren wurde. Und wenn ich in dieser Hinsicht zunächst darüber sprechen möchte, wie sein Vorgänger, der siebte Kammerbar, Chötak Chamzu, eine Prophezeiung für sein Wiederkommen hinterließ. Generell hatte Chötak Chamzu Prophezeiungen empfangen von Guru Deva Dakini und im Besonderen auch die des Acharya Padmasambhava, dessen Prophezeiung. Und in der Folge 3 Jahre in intensiver Klausur sich befand, um all die günstigen Bedingungen zusammenzubringen, und dort bis zum 88. Lebensjahr die Zeit verbrachte und ihm dort eine solche Vision reiner Wahrnehmung zuteil wurde. Und im Anschluss daran heißt es, dass er in Kongbu im Jahr der Maus dort für einige Monate sich ebenfalls in Klausur begab, im Jahre 1505. Und dabei Vorbereitungen dafür trieb, noch viel länger dort in Klausur sich aufhalten zu können. Allerdings war es so, dass die Leute von Kongbu ein großes Verlangen danach hatten, ihn zu sehen. Und auch war es so, dass die Mönche, die in den Zeltlagern sich aufhielten, durch die lange Zeit seiner Klausuren nichts mehr zu essen hatten. Sie waren also hungrig und durstig, da es keine neuen Geschenke und Opferungen gab, von denen sie leben konnten. So haben sie ihn wieder und wieder intensiv bedrängt, dass er doch unbedingt, wenn nicht in diesem, dann in dem nächsten und übernächsten Jahr, so folgt auf das Jahr der Maus oder Ratte, das Jahr des Ochsen und dann des Tigers, dass er unbedingt dann dort im Jahre 1506 Audienzen gewähren solle. Und bei der Gelegenheit soll Njava Chötak Chamzu dann geantwortet haben: Ah, so ist das. Also anstatt, dass ihr die Kuh zu melken wünscht, und da kann man bekanntlich immer wieder Milch erhalten, anstatt dass ihr die Kuh zu melken wünscht, möchtet ihr gerne sie töten und das Fleisch essen. Und zeigte ein gewisses Missfallen. In kurz also, am siebten Tage des ersten Monats im Tigerjahr verließ er seine Klausur und am 14. Tage hatten sich die Menschen von Kongbu, so um die 100.000 an der Zahl, versammelt und vor der versammelten Menge dort gab er zu verstehen: Jetzt ist mein Nirmana-Kaya aufgelöst. Und was ihr jetzt seht, ist die Gestalt meines Sambhoga-Kaya. Und er setzte sich eine Perlenkrone auf und aus Perlen verfertigte Juwelen und hat auf diese Weise die Gelegenheit zu einer großen Audienz gegeben. Und am Morgen des folgenden Tages, in den allerersten Anfängen des Morgengrauens, hat er ohne irgendein Anzeichen von Krankheit dann diesen Körper verlassen. Doch kurz zuvor, bevor er endgültig aus diesem Leben wich, hat er wohl noch einige Zeilen eines Verses hinterlassen. Und ich muss hier jetzt nicht alle Zeilen dieses Testamentes vortragen. Darin sind zum Beispiel Worte, die sagen: Zwar bin ich ohne ein Geborensein, doch will ich zeigen Art und Weise von Geburt und so weiter. Und in gleicher Weise hat er aufgeschrieben,
wo seine nächste Wiedergeburt erfolge und wie die Namen von Mutter und Vater sein werden und dies auf verschiedene, mehrere kleine Papierrollen verfasst und zum Beispiel einen Kyaltsab-Tuku, einen Situ-Tuku überreicht. Und diese dann nicht in einen Umschlag zu jener Zeit, da gab es keine Briefumschläge, sondern so zusammengerollt, dann versehen mit der Aufschrift, für wen sie sind, und seiner Unterschrift versehen, dort auf den Tisch zurückgelassen. So ist es berichtet. Nun, wo wurde Je Mingzhi Dorje geboren? Eigentlich dachte ich, es wäre gut, wenn ich jetzt von all den Wiederverkörperungen der Karmapas vor Mingzhi Dorje die Art und Weise, wie sie Prophezeiungen gegeben, wo sie geboren, welche die Namen von Mutter und Vater gewesen sind und so weiter, hier mitteilen könnte. Aber ich habe die Vorbereitung dafür hier nicht so richtig vollenden können. Und da wir morgen einen Tag frei haben, habe ich vielleicht die Gelegenheit und kann das übermorgen hier berichten. Deswegen möchte ich jetzt und heute hier über den Ort und die Art und Weise der Geburt von Jalwang Mingzhi Dorje sprechen. Der Geburtsort von Jalwang Mingzhi Dorje war im oberen Dokham in einer Gegend nahe dem Sitz der Karmapas, der Karma-Gön des Klosters, in einer Landschaft, die bereits im 6. Karmapa Tongwa Dönden als Geburtsort diente und insofern eine besondere, wundersame Gegend war. Darin dann in einem Tal mit dem Namen Kartipuk und am oberen rechten Teil davon von Ngom Sagang war da ein Dorf mit dem Namen Satam. Dort war sein Vater mit dem Namen Champa, den man aber gewöhnlich mit dem Namen Dali Dali rief. Und die Mutter war die Enkelin eines direkten Schülers von Karmapa Dechenchekpa mit dem Namen Kajinagpa Gyaltsin, ein Siddha. Und ihr Name war Dongsa Lamadrön. Nun, als Sohn dieser beiden nahm er dort Geburt an. Hier hat sich im Hinblick auf den Vater von Je Mingzhi Dorje eine Debatte entwickelt. Und zwar, entweder sei er vom Namen einer mit Ser Chatarwa Champa bezeichnet war, oder ein anderer, der ganz allgemein in den Lebensgeschichten dort oft mit dem Namen Ajam verzeichnet ist, also einer von beiden oder welcher. Und in einer Autobiografie von Mingzhi Dorje mit dem Namen ein Bericht der Taten von Mingzhi Dorje, darin heißt es, sein Vater sei, so sagt er, Ser Chatarwa Champa Shenyin, der einst in der Gegenwart von Chittakchamtso die Unterweisung zu Mahamudra empfing. Aber wahrscheinlich war er nur eben sein Sohn, aber derjenige, der zusammen mit seiner Mutter ihn im Haushalt eigentlich versorgte und großzog, das war Ajam. Insofern gibt es da so eine gewisse eine Debatte darüber, wer jetzt der eigentliche Vater gewesen sei. Nun, in jedem Fall aber wurde er geboren im Jahr des weiblichen Feuerhasen im 12. Monat, am 10. Tag in der Nacht, wobei da ein großer Lichtball, also etwas großes, voller Licht, wie eine Einheit,
von oben her in das Haus eindrang, durch das Fenster hindurch und im Raum für lange Zeit verblieb und dort so eine strahlende Helligkeit wie die Sonne selbst verbreitete. Alle Familienmitglieder waren Zeuge davon. Und es heißt, dass zu diesem Zeitpunkt er wohl in den Mutterleib eingetreten sei. Jedenfalls haben Vater und Mutter sich darüber unterhalten. Naja, wie dem auch sei, sie haben darüber debattiert, denn schließlich gab es da keine technischen Möglichkeiten, so wie wir sie heutzutage haben, um genau den Moment der Empfängnis zu bestimmen. Jedenfalls wurden zu diesem Zeitpunkt der Empfängnis auch sehr viele gute Träume erfahren mit wunderbarem Inhalt, die ich jetzt hier nicht alle ausbreiten kann und wofür auch keine Notwendigkeit besteht. Aber um nur ein Beispiel davon zu geben, und so war also der Mutter selber ein Traum zuteil in dem Moment der Empfängnis. Und im Traum sah sie die Gegend, da wo sie wohnten, war gegenüber ein Berg und bis dahin eine große Ebene. Und sie sah sie mit Blumen bedeckt und in der Mitte ein beachtliches Zelt großartiger Bauart errichtet. Und dieses Zelt, angefüllt mit der Darstellung von Körpersprache und Bewusstsein des Buddha und mit Opfergaben und in grenzenloser Zahl, und innerhalb wie außerhalb dieses Zeltes sah sie kleine weiße Muscheln von der Substanz, weiße Muscheln, die aber die Form und Gestalt von Stupas hatten, die in großer Zahl wie Regen herabfallen und über dem Berge dort große Regenbogenballen und türkisfarbene Nebelschwaden. Und zudem rechts und links von diesem Zelt waren zahllos Jungen und Mädchen mit Juwelen und Geschmeide verziert, die verschiedensten Instrumente tragen, dort umher tanzten, dabei das Zelt umrundend. Und ebenso sah sich die Mutter selbst geschmückt mit den unterschiedlichsten Knochenornamenten und tanzend sich um das Zelt innen und außen umherbewegend. Und innerhalb des Zeltes, inmitten all dieser Massen von Opfergaben, war da ein goldener Vajra, der erschien, und sie nahm ihn in die Hand. Und dabei sah sie auch eine andere Frau mit schwarzen, tiefschwarzen Locken, die in weiße Baumwollgewänder gehüllt, eine weiße Muschel, eine besonders schöne, herausragend vollkommene weiße Muschel blies. Und die Mutter träumte, dass sie selber diese weiße Muschel nahm und sie blies und dass daraus ein Ton entwich, der von großer, faszinierender Schönheit war und der auch besonders lange nachklang und besonders laut überall hin erschallte. Ebenso in diesem Zelt saß ja ein Thron, und auf diesem Thron erschien dann sitzend ein Mönch, welcher zu ihr sprach: Der Klang der Muschel, die du eben bliest, war hörbar. Überall in Jambudvipa, in dieser Welt, in Indien und in Tibet gleichermaßen. Und außerhalb des Zeltes war dann eine riesige Menschenmenge zusammengekommen, und sie sah den Gatten Ajam, wie er dort ein Mani-Rad in der Hand hielt und die Melodie der Mani-Mantras anstimmte, bis dann schließlich die gesamte Menschenmenge gemeinsam Om Mani Padme Hum in melodiöser Form wiederholte. Und dann übergab ihr jener Mönch auf dem Thron eine Mala mit einem Knotenhalter, der aus Muschel gemacht war. Und eben diese Mala übergab er ihr mit den Worten: Ja, damit
sprich und wiederhole Om Mani Padme Hums. Und die Mutter begann sofort mit dieser Mala Manis zu wiederholen und all die Leute um sie herum haben sie sofort mit eingestimmt. Und dann gab es ein riesiges Brausen von Om Mani Padme Hum gemeinsam. Inmitten dieser Traumwahrnehmung ist sie dann erwacht. Und aus dem Traum erwacht, hatte die Mutter das Gefühl, immer noch in der Hand diese Mala zu halten. Und es schien auch so, dass draußen um und um herum überall noch ganz viele Leute Om Mani Padme Hum Mantra gemeinsam sprechend, wiederholend, dieser Klang zu hören sei. Und es war ein Gefühl in ihr, als ob der gesamte Körper wie mit zarten Freudengefühlen erfüllt sei, dass der ganze Körper wie vor Freude zitternd sich empfand und voller Freude im Gemüt. Und solcher Art wundersame Träume hatte sie dann in großer Zahl. Was ich an dieser Stelle hier euch eben deutlich machen wollte, ganz allgemein ist es so, bei jedem Mal, wenn ein Gyalwang Kamapa geboren wird oder eine Geburt sich anbahnt, dass für Vater und Mutter da eine große Zahl von wundersamen Anzeichen auftreten. Und unter all diesen Anzeichen sind aber einige, die eine einzigartige, besondere Prägung haben. Zum Beispiel ist da eines, dass ganz viele Zeichen mit weißen Muscheln verbunden sind. Weiße Muscheln treten auf, zum Beispiel, dass weiße Muscheln geblasen werden oder dass man den Ton hören kann. Solche Art Zeichen und Symbole treten ganz vielfältig auf. Das scheint auf die allermeisten dieser Wiederkünfte der Gyalwang Kamapas zuzutreffen. Insofern könnte man vielleicht sagen, dass dies in ganz besonderem Maße Anzeichen für die bevorstehende Geburt eines Gyalwang Kamapas darstellt. Kurzum also, von dem Moment der Empfängnis bis dass die Geburt vollzogen war, waren da jene Zeichen, dass überall in und außerhalb des Hauses da der Klang vernehmbar war von Leuten, die Schriften, Texte lasen und das Brummen und Erschallen des wiederholten Sechs-Silben-Mantras für alle Beteiligten dort hörbar, also etwas Hörbares. Und dann auch, dass andere Leute, wenn sie die Mutter sahen, den Eindruck hatten, dass fünffarbiges Licht aus ihr erstrahlte oder als ob von außen das ganze Haus in Flammen stünde oder Flammen und Flammen umrundet sei. Solche Art Anzeichen sind vielfältig aufgetreten. Und dann war es dann eines Tages, dass die Mutter unterwegs war, um etwas einzusammeln, das konnte ich nicht so genau recherchieren sofort, aber es könnte sich um das Folgende gehandelt haben, dass in meiner Gegend jedenfalls, wo ich geboren bin, da ist es nicht üblich, dass man für das Feuer immer Holz verwendet, sondern man benutzt auch die Fladen der Tiere und so weiter, aber dann manchmal braucht man auch ein bisschen trockenes Holz, so vielleicht von den Hügeln und den Büschen, so trockene Zweige einzusammeln und so weiter. Jedenfalls scheint es mir, dass sie unterwegs war, um solche Art so Feuerholz zu sammeln. Und bei dieser Suche schien es, als ob sie zwischendurch etwas erschöpft und ermüdet einen Rastplatz gesucht hat, und sich, um sich ein wenig hinzusetzen. Und kaum hatte sie sich so zum Ausruhen hingesetzt, dann erschien es ihr, als ob aus der Mitte des Bauches eine feine Stimme hörbar sei, die sagt: Bleib nicht sitzen, geh weiter, es wird hageln. Und als sie diese feine Stimme hörte, die sagte: geh weiter, es wird hagel kommen, da fühlte sie sich einen Moment lang etwas betroffen und dachte: Oh, ist das meine Schwester, die gestorben ist, vielleicht als Geist geboren? Und so ein bisschen war sie da betrübt.
Und mit der Mutter zusammen war da wohl jemand anderes, der dann daneben saß und der sagte plötzlich, was redest du da zu mir? Und sie sagte, ich habe gar nichts gesagt zu dir. Aber da war eine Stimme, die hat mich erschreckt. Jedenfalls sind sie dann rasch wieder nach Hause gegangen. Und kaum im Hause angelangt, brach draußen ein Unwetter mit heftigstem Hagel aus. So eine Geschichte ist da berichtet. Und dann wieder ein anderes Mal, so wahrscheinlich in späteren Tagen, Abend, da hatte sie den Eindruck, als ob aus dem Bauch heraus eine ganz feine Stimme Om Mani Padme Hum zu wiederholen schien. Und auch eine Nonne, die da neben ihr saß, konnte diesen Klang hören. Und dann gab es auch so merkwürdige Vorkommnisse, wie eines Tages waren die beiden Eltern so miteinander irgendwie in einem heftigen Streit und der Vater nahm dann, was bei uns üblich ist, so um die Geräte vom Feuer zu nehmen, so eine Art Griff und hat sie mit diesem Griff geschlagen. Und in dem Moment kam eine Stimme aus ihrem Bauch heraus, du brauchst das zu uns, Mutter und Kind, nicht zu tun. Wir haben nichts getan. So eine Stimme war plötzlich da. Die Stimme war von allen im Haushalt zu hören. So ein Vorkommnis also. Nun, grundsätzlich ist es ja ganz allgemein so, dass ein Baby, das im Mutterleib noch ist, nicht sprechen kann. Woraufhin dann das als ein Wunderzeichen, also eine Art von besonderer Wunderkraft verstanden wurde, als Zeichen besonderer Siddhis oder so. So haben sich die Leute wohl unterhalten damals. Nun, das waren jetzt bisher alles Ereignisse, die der Mutter widerfuhren. Und so war eines Tages auch dem Vater Folgendes passiert, dass er draußen auf dem Feld war, um Ernte oder Dinge einzuholen. Und auf dem Wege hatte er plötzlich eine Begegnung, die nicht wie Traum, sondern wie tatsächlich wirklich sich vollzog, wo er plötzlich ganz viele Leute sah, die auch mit Tieren unterwegs waren. Viele Leute, Tiere, Esel, beladen mit Lasten und so weiter. Und in der Mitte war ein weißes Maultier beladen mit einer Kiste oder Schachtel. Und da war da ein Mann, der über und über mit Knochenornamenten geschmückt war. Der nahm diese Schachtel und aus dieser Schachtel holte er einen schwarzen Hut, der in Regenbogenlicht fünffarbig leuchtete, um mit den Worten, das gebe ich dir, und übergab diese in die Hände des Vaters. So hatte er den Eindruck. Und in demselben Augenblick waren alle Leute und Tiere mit einem Mal verschwunden. Als nun der Vater daraufhin nach Hause kam und den Leuten von dieser Begegnung erzählte, was alles passiert ist, da und die und das ist aufgetreten, haben die Leute gesagt, oh, du hast bestimmt einen Geist getroffen, und haben sofort mit Ritualen begonnen, um Geister und Dämonen auszutreiben. Nun, nicht nur das, sondern auch die Nachbarn in dem Dorf hatten viele wundersame Träume und Zeichen. In kurz, was war der Zeitpunkt von Miki Dörtjes Geburt? Es war wohl im Jahre des weiblichen Feuerhasens, am vierten Tage des 11. Monats, was wohl 1507 entspricht, denke ich, dass er von seiner Mutter, ohne dass sie irgendeine Art von Unbequemlichkeit oder Kranksein oder Schmerzen und dergleichen empfand, geboren wurde und sofort nach der Geburt sich aufsetzte und mit der Hand von oben her vom Kopf über das Gesicht mehrmals nach unten strich, so wie etwas zu wischen und den Laut von einem kurzen A wiederholt sprach,
mit dieser Geste verbunden des Herunterwischens der Hand und dann A, A und mit feiner, nicht so deutlicher Stimme mehrmals sprach, ich bin Karmapa, ich bin Karmapa, so ungefähr 2-3 Mal wiederholt. An eben diesem Tag war eben auch zu sehen, dass draußen Regenbogenlichtballen sich formierten und Blumenregen fiel herab. Es war der Geruch feinsten Weihrauchs überall zu vernehmen. Und als besonderes Vorkommnis, dass auf dem Giebel des Hauses beginnend da ein Regenbogenlichtturm sichtbar war, der also stracks nach oben ging in Regenbogenlicht in die Höhe, so wie ein Turm von der Gestalt. Und die Mutter war selbst von einem Wohlgeruch umgeben, der über mehrere Tage hinweg anhielt. Nun, an demselben Tage der Geburt von Jimiki Dorje war es so, dass der Ming-Herrscher, und in den alten Schriften sagen sie Qingde, obwohl von chinesischer Sprache aus gesehen es Qingde heißen muss, und war es eben genau der Tag, wo jener Ming-Herrscher intronisiert wurde. Nun, dieser Ming-Herrscher, und warum beginne ich jetzt über den Ming-Herrscher zu sprechen, weil eben dieser Ming-Herrscher eine Besonderheit aufwies, weil er von sich selber sagte, er sei eine Wiederverkörperung von Karmapa. Er sagte, er sei von Karmapa-Abstammung. So ist es in Geschichten festgehalten. Und dass er darüber hinaus Jimiji Dorje aus China einen Brief zukommen ließ, in goldenen Buchstaben, in dem er ihn nach China einlud. Aber darüber sollte ich vielleicht morgen sprechen, weil das sind so viele Geschichten und auch wenn wir sie in tibetischer Sprache nicht vorrätig haben, sind die im Chinesischen so festgehalten. Und vielleicht ist es gut bei dieser Fülle von diesen Geschichten, dass ich einfach nur so ganz grob die Bedeutung hier zusammenfasse, habe ich mir überlegt. Nun, also unmittelbar nach dieser Geburt, und dazu sagt Miki Dorje später selbst in einer Schrift mit dem Namen, ein Bericht der Handlung Miki Dorjes, dann sagt er, bloß weil ich Omane Pemohung und Karma und A-A-I-I gesagt habe, deswegen haben einige der Leute dort sofort gesagt, das ist die Wiedergeburt des allwissenden Karmapa Chöta Kyamtso. Nun, also unmittelbar nach der Geburt, so heißt es, kamen viele, viele Leute, um ihn zu sehen, ohne dass sie in irgendeiner Weise eingeladen worden waren. Und sofort verbreitete sich überall in der Gegend die Rede, dass der Karmapa in Ngom, das ist dieser Platz, wo er geboren wurde, in Ngom geboren worden sei. Wie von selbst begannen alle Leute darüber zu sprechen. Und am 13. Tag des Mondes seiner Geburt kam Situ Tashi Peljor in dieser Gegend an, und sein Vater begab sich also zu Situ Rinpoche, um ihn zu treffen, und begrüßte ihn und sagte, ehrwürdiger Herr, wir haben ein erstaunliches Baby in unserer Familie empfangen. Das Baby sagt von sich aus, es sei die Wiedergeburt des Karmapa. Wie kann sowas sein, möchte ich dich fragen. Sofort, heißt es, habe Situ Rinpoche dann die vom früheren Karmapa hinterlassene kleine Schriftrolle hervorgeholt und sofort sie geöffnet und da hineingeschaut und dann dem Vater Fragen gestellt. Was sind die Namen von dir und von der Mutter? Und auf dem Giebel eures Hauses oder darüber befindet sich da so ein Ballen von Wacholder und ist da eine Quelle darunter, geht eure Haustür, öffnet die sich nach Osten. Mit solchen Fragen konfrontierte er den Vater, während er eben diesen Brief las.
Und der Vater gab zur Antwort, mein Name ist Ajam und die Mutter heißt Lamadran. Auf dem Haus oben, da befindet sich tatsächlich so ein Ballen von Shukpa, von Wacholder. Und unterhalb ist da auch eine Quelle. Die Türe öffnet sich in der Tat nach Osten. So, Siddha Rinpoche sagte, nun, das ist alles sehr stimmig, aber dein Name passt nicht so ganz, weil es hier in diesem Brief heißt, der Vater ist mit Namen Jampa und die Mutter heiße Lamazo. So war da ein kleiner Disput über des Vaters Namen. Und ich hatte ja vorher schon von den Zweifeln mit des Vaters Namens verbunden berichtet, in dem Sinne, dass er biologisch gesehen der Sohn von jemand war, der Chatrava Jampa Shenyin genannt war. Und dann war da der andere, der Ajam sich rief. Und beide haben dieses Jam im Namen. Einer ist Jam, der andere Ajam. So war ihr Name zwar ähnlich, aber nicht 100% identisch. Deswegen denke ich, vielleicht war es Seljamba selber. Wie dem auch sei, der Name des Vaters war also nicht ganz passend. Und falls es so war, dass er jetzt in diesem Jahr des Hasen geboren wäre, dann bedeutete dies ein Hindernis für seine Lebenskraft oder Lebensdauer. Also gab Siddha Rinpoche zur Anweisung, deshalb behalte das alles für dich, behalte das geheim bis zum dritten Monat des Drachenjahres. Außerdem übergab er ihm 7 heilige Pillen, ein quadratisches Stück Stoff, ein Klumpen Butter und ein Teeziegel und eine Art Weihrauch, wo schwarze und weiße Substanzen miteinander vermischt waren, mit der Anweisung, dieses Harz hier ist für Weihrauch und die Pillen gebe ihm bitte zum Essen. Wenn er wirklich der Tulku ist, dann macht das alles nichts und falls aber nicht, dann werden dann in den nächsten Tagen Zeichen auftreten. Und heute Abend ist es möglich, dass er wieder etwas sagt. Und falls er etwas sagt, einige Worte, dann bitte komme sofort zu mir und berichte mir darüber. Der Vater also tat, wie angewiesen durch Siddha Rinpoche und hat diesen Weihrauch entzündet, die Pillen verabreicht und dann den Tulku angesprochen. Du sagst, dass du die Wiederverkörperung von Kamapa seist und hier sind Geschenke für dich von Siddha Rinpoche. Und sofort gab der Tulku zur Antwort, diese Tücher und Geschenke sind ein bisschen zu spät. Emaho, ich bin Kamapa, hab darüber keinen Zweifel. Und noch einige andere Worte hat er gesagt, die aber der Vater, weil sie Verse waren, nicht sofort hat behalten können. Und in der Folge hat Siddha Rinpoche dann einen Gönner und Sponsor mit dem Namen Zokje gesandt, um herauszubekommen, was es mit diesem Tulku auf sich habe. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich dann sehr viele Leute versammelt und in dieser großen Menschenmenge sprach Miki Dorje das 6-Silben-Mantra 7-mal. Außerdem war dort in der Nähe ein Kloster, den Namen Homsagang, das ursprünglich von einem Schüler Karmapas gegründet, aber jetzt von der Gelug-Lehrrichtung betrieben wurde. Und die Mönche sprachen dann zueinander, wir sind eigentlich keine Ganden-Anhänger, schließlich ist der Herr unseres Klosters Karmapa. Lasst uns morgen einfach Tee und Butter und was wir noch anderes auftreiben können, nehmen und zu Dalis Sohn gehen. Dali, wie schon gesagt, war der andere Name von Ajam und der Sohn, der sagt, dass er Kamapa sei. Lasst uns dorthin gehen. Lasst uns einfach mal nachschauen, was da ist. Und dort angekommen, zeigte der
Tugu Zeichen großen Wohlgefallen sprach, das Mani Mantra und Ali Kali und so weiter. Jedermann war dort voll des Erstaunens und es war die Rede, ist das nicht wunderbar, ein Neugeborenes kann sprechen und lasst uns hier Zuflucht nehmen. So entwickelten sie großes Vertrauen. Dann in der Folge, so ungefähr 3 Monate später, dann hatte das Baby zwei neue Zähne. So kleine, winzige von der Größe von weißen Senfsamen. Und der Vater sah sie und hat sie berührt und hat dann so gesagt, jetzt hast du auch noch Zähne. Ist dann das vielleicht die Dämonenzähne, mit denen du meine Verwandten aufessen wirst? Und auf solches Reden hin, in derselben Nacht noch, seien diese Zähne einfach wieder verschwunden. Das, so heißt es, war ein ungünstiges Zusammentreffen von Umständen und in der Folge heißt es, habe er dadurch auch ein bisschen Sprachschwierigkeiten gehabt, so ein Stottern, und das Sprechen war nicht einfach für ihn. Auch später für Mijidoji hieß es, sei das Sprechen etwas unbequem gewesen. Nun, in kurz gefasst, der Kern der Bedeutung ist hier, er hat unmittelbar nach der Geburt gesprochen, dann nicht nur einzelne Worte, sondern auch Verse oder zusammenhängende Texte, frühere Mönche wiedererkannt und zu Leuten, die er zuvor nicht gesehen hat, Geschichten erzählt und Mani Pimarung oder sich in den Vajra-Sitz zu setzen, dass er sich direkt selbst in diesen Vajra-Sitzhaltung begeben konnte. All dies hat viele Leute zutiefst beeindruckt als etwas Wundersames. Solche Art Vorkommnisse sind da ganz viel geschehen und ich habe hier nicht die Zeit, sie alle im Einzelnen vorzustellen. Und deshalb kann man zusammenfassend sagen, es ist solcher Art geschehen, dass ganz allgemein Leute zu dem Schluss kamen, Karmapa ist geboren, das ist der Karmapa. Unstrittig war einhellig diese Meinung plötzlich ganz weit verbreitet. Aus all diesen Gründen war es so, dass die einflussreichen Gemeinden dort, dazu die Gegend war so aufgeteilt in bestimmte Distrikte oder Gebiete, und die von Einfluss hatten, es waren 3 an der Zahl. Die eine war Rinpoche, die zweite Lorong und das dritte könnte Jatongpa gewesen sein, so dass nicht viel Zeit verstrich und dann aus diesen Gemeinden her, so vor dem Hauptsitz Takung Chetang in Rinpoche, eine Einladung kam und auch die Gemeinde oder Gruppe in Lorong ihn einlud. Solche Einladungsbriefe kamen nun an, wodurch dann, als der Tugu nur 7 Monate alt war, er nach Rinpoche dort der Einladung folgte. In Rinpoche gibt es da ein bisschen von Tagung entfernt einen großen Sitz, der Sitz der Kamchok. Also ging er nach Rinpoche und zu dieser Zeit, der Leiter von Rinpoche war damals Jigten Wangchuk. Ganz allgemein war Jigten Wangchuk jemand, der im Hinblick auf die Mitteldeutsche von großer Güte und Hilfe war, der auch schon zuvor große Hilfe erwiesen hatte. Auch als es verschiedene Schwierigkeiten gab, hat er sehr unterstützend geholfen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt, als dann für Karmapa 2 Tulkus auftauchten, einen westlichen und einen östlichen. Und da hat Rinpoche Jigten Wangchuk sich ganz eindeutig für den östlichen Tulku oder mit Chidorje ausgesprochen und dort seine Unterstützung gegeben. Insofern kann man mit Fug und Recht sagen, dass Rinpoche Jigten Wangchuk jemand war, der für die Karmapas oder Mijidoji von großer Güte, sagen wir, oder von großer unterstützender Hilfe, jedenfalls mit jemand war, der eine starke Verbindung zu ihm hatte. Wie dem auch sei, jedenfalls in den
Bericht der früheren Taten des Megidoji, von Megidoji verfassten Lebensgeschichte. Da berichtet er über Rinpoche Jigdenwangcho, dass jemand sei, der vom Verhalten her ein bisschen manchmal heftig oder auch grob sein konnte. Er hat nämlich, so heißt es, jährlich so ein viele Leute zusammengebracht, hat dann so Kämpfe organisiert, so Kämpfe, wo dann er selber auch mit da drin beteiligt war und außerordentlich grob oder heftig auch sein konnte. Und aus diesem Grunde heißt es, sei zwar jetzt von Seiten von Megidoji aus eher nicht eine tiefe Verstimmung oder ein Vertrauensverlust verursachte, aber dass auf der anderen Seite er jetzt sagen wird, oh, das ist mein Schutz und hier habe ich tiefes Vertrauen, so ist es dann eben auch nicht geworden. Und als dann Megidoji 34 Jahre alt war, sagt er, habe er eine Vision gehabt, einen besonderen Traum, wo er ein aus vielen verschiedenen Arten von Edelsteinen verfertigtes großes Gebäude mit vielen Stockwerken sah, in das er hineinging. Und im höchsten Stockwerk dieses Gebäude, da fand er dort eben Rinpoches Jigdenwangcho residieren. Und wie hat er dort residiert? Nun, es heißt, dass er dann dort ganz oben in dem höchsten Stockwerk eine geöffnete Lotusblutmassage mit einer flachliegenden Mondscheibe und darauf die Gestalt des, logisch war der Chin riesig, und dass er in dieser Form und Gestalt dort eben ihn antraf, inmitten strahlenden Lichterglanzes. So war sein Traum. Und aus diesem Traum erwacht, dachte Megidoji, oh, dass Rinpoche Jigdenwangcho solcher Art war. Dieser war zu diesem Zeitpunkt bereits längst gestorben und erinnerte sich, dass als Rinpoche Jigdenwangcho dort noch residierte, dass er zwar immer wieder diese Kämpfe oder Kriege organisierte und ein solch heftiges, derbes Verhalten zutage trug, auf der anderen Seite die Leute in seiner Umgebung, und zwar ungeachtet ihrer Richtung, Sakya, Gelug und Kagi und so weiter, die ganzen Anführer und Leiter und Mächtigen der Gegend, ihm gegenüber ein großes, tiefes Vertrauen hatten, dass er selbst Avalokiteshvara Chenrezig in Person sei, dass er aus tiefem Vertrauen zu ihm Zuflucht nahm, mit den Händen vor dem Herzen ihn anzurufen wussten. Insofern heißt es, dass diese Gewissheit, oh, er scheint wirklich so ein Nirmanakaya, so ein Tulku gewesen zu sein, diese Einsicht ihm erst dann viel später zuteil wurde, in seinem 34. Lebensjahr. So ist es aufgeschrieben. Nun, wie dem auch sei, jedenfalls auf diese Einladung aus Rinpoche hin, kam es dann alsbald zu dieser Begegnung von Megidoji mit Rinpoche Jigdenwangcho. Und Rinpoche Jigdenwangcho unternahm viele Prüfungen und überzeugte sich selbst und kam schließlich dazu, dass er auch öffentlich erklärte, niemand müsse einen Zweifel daran haben, dass es sich hier um Karmapa handele. Und ebenso sprach er zu den zu dieser Zeit wohl auch anwesenden Menschen oder Menschen aus Lurungpa, indem er sie anwies und sagte, kümmert euch gut um Mutter und Kind, seid ihnen von Hilfe. Und er hat auch der Gemeinde von Lurung eben den Tulku mitsamt Vater und Mutter vorgestellt, so dass er dann schließlich, der Tulku, im Alter von 9 Monaten nach Lurung gebracht wurde. Nun, von dieser Zeit an, bis dass er sein 6. Lebensjahr erreichte, heißt es, dass der Tulku dann hin und her gebracht wurde zu Zongsa, Olong, Rinpoche und all diesen Orten und abwechselnd in den Gegenden von Rinpoche und von Lorong, wo auch immer, sich aufhielt. Und es gibt aus dieser Zeit ganz viele Geschichten wundersamer Art, wie er dort zum Wohle der Wesen tätig war. Allerdings
Wenn ich all die hier im Einzelnen vortragen würde wollen, ich glaube, dann wäre es vielleicht, wenn es uns doch etwas ermüden. Okay, ich glaube, wir lassen es erstmal hierbei bewenden und es ist jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt, die Pause zu machen. Und wenn wir aus der Pause zurückkommen, dann hatte ich die Idee, dass ich ein bisschen über den sogenannten westlichen Tulku und den östlichen Tulku und der Streit, der sich da entfaltet hat, hier berichten will. Okay, vielen Dank. Nun, um fortzufahren mit dem, was ich euch allen hier vortragen möchte. Es war nun so, dass bevor Karmapa Mikyö Dorje intronisiert wurde, offiziell, es dort zwei solche gab, die oder von denen behauptet wurde, dass sie Karmapa seien. Der eine war in Ngomchü-jila geboren und das ist Karmapa Mikyö Dorje selbst. Und der andere war in der Gegend von Kongpo, Kongpo Trashu, dort geboren und er sei auch die Wiedergeburt von Karmapa. Aus diesem Grunde entstand also ein gewisser Streit darüber, wer nun der eigentliche Tulku oder die Wiederverkörperung von Karmapa sei. Wenn wir daran denken, dann ist es so, dass in den Augen einiger Karmapa derjenige ist, unser überragender Führer, Nachfolger des großartigen 16. Trägers des Karmapa-Namens. Und jetzt ist da ein Streit entstanden, wer die richtige Wiedergeburt sei. Und von solchen, von denen gesagt wird, dass sie die Wiedervergörung seien, sind da zwei oder drei aufgetaucht. Das hat es ja noch nie gegeben. Das ist ja unglaublich und unfassbar. Auf der anderen Seite, wenn wir in die Geschichte schauen, dann ist das durchaus schon vorgekommen. Aus diesem Grunde dachte ich, es sei gut, wenn man mal hineinschaut in die Geschichte und vielleicht auch sieht, ob darin Lehren enthalten sind für uns und die Art und Weise, wie wir darüber denken könnten. Andererseits, und das muss man auch sagen, gibt es natürlich auch einen Unterschied in der Situation damals. Zur Zeit von Gyalbang Mikyö Dorje waren die Karmagachen Wiedergeburtsanweisungen immer noch intakt. Karmagachen, also das große Karma-Zeltlager, war zu jener Zeit nicht nur in Yu und Zhang, also Zentraltibet, aber auch im Osten, in Kham und überhaupt im gesamten tibetischen Bereich eine allseits bekannte, sehr strikte Institution. Und es war sogar so, dass von allen Karma-Kagyü-Zentren oder Institutionen es gewissermaßen die Oberinstitution oder das Hauptbüro geworden war. Was bedeutete das, bevor es Karmagachen sozusagen als Hauptbüro anerkannte, in irgendeinem Kloster oder irgendein Guru, ein Lama, jemanden zu Karmapa ausrufen wollte, ihn intronisieren wollte, war dies grundsätzlich überhaupt nicht möglich. Aus diesen Gründen also, wenn zu der damaligen Zeit Karmapa Mikyö Dorje nicht nur geboren, sondern auch sich die Nachricht oder die Rede darüber, dass er die Wiederkunft des Karmapa sei, überall hin, bis hin sogar nach Kham, weit verbreitet hatte, dann sollte ich vielleicht davon berichten, wie zu dieser Zeit also Karmagachen, die Institution, sich dazu verhielt, was deren Einschätzung war und andererseits, was es mit diesem anderen in Kongbu, in Chachuk, dort aufgefundenen Jungen zu tun hatte, der auch die Wiederkunft des Karmapa sein solle. Zu jener Zeit, wer war denn der Leiter und gewissermaßen der Statthalter des Karmapa in dem Gardchen, dem großen Zeltlager?
Es war der Gyaltsab Trulpo Tashi Namgyal. Gyaltsab Trulpo Tashi Namgyal war der zweite Gyaltsab Trulpo. Zu ihm kam nun eines Tages jemand mit dem Namen Lama Tsensin, der um eine Audienz mit Gyaltsab Rinpoche nachsuchte und ihm vortrug: Ich habe eine gute Botschaft. Eigentlich ganz so, wie man heutzutage sagt: Ah, eine gute Nachricht. Und zwar, was ist das Angenehme zu hören? Das ist, dass gestern Abend jemand zu mir kam und mir davon berichtete, dass des allwissenden Chöta Kyamtso Wiedergeburt in Ngom gefunden und definitiv der richtige sei. Er sei gewisslich dort geboren worden. Dies trug er als gute Nachricht vor Gyaltsab Rinpoche zu Gehör. Und im selben Augenblicke, als diese gute Botschaft vorgetragen wurde, ergoss sich das Licht der Sonne in den Raum Gyaltsab Rinpoches. Und es wurde zu gleichen Moment auch Gyaltsab Rinpoches erster Morgentee eben gerade eingefüllt. Und das alles mit dieser Botschaft, mit dieser guten Botschaft zusammen. Worauf Gyaltsab Rinpoche sagte: Oh, das ist ein gutes Zusammentreffen. Und Zeichen der Freude zeigte. Andererseits gab es zu jener Zeit auch einen Amdo Lama, einen sehr ehrgeizigen und auch sehr entschlossen auftretenden. Ihm war also auch ein Sohn geboren und bei der Geburt dieses Jungen seien den beiden Eltern auch sehr viele gute Träume erschienen. Und als sie den Jungen ein bisschen unterwiesen, habe er selber gesagt, er sei Kamaba und er halte sich in Kombo Trasong auf. Der Amdo Lama war nun sehr gewieft, möchte man sagen. Und zu jener Zeit war in dem Garchen, in dem großen Zeltlager, dort die meisten Leute von Kongbu und er hat mit ihnen Kontakt angeknüpft, hat ihnen Essen und Bier und so weiter in großer Menge beschafft. Kurzum, viele Wege gefunden, um die Leute des Zeltlagers auf seine Seite zu bringen. Und nicht nur das, sondern zu jener Zeit gab es auch einen Schüler von Amapa Chütok Jamsu, Kyasi Tokten, also jemand mit Einsicht und der auch ein berühmter, bekannter Tokten war. Ihn lud er also ebenso ein und bedrängte ihn, dass er doch diesen Sohn als die Wiederkunft des Karmapa anerkennen müsse. Und Kyasi Tokten hat dann wohl auch gesagt: Ja, das scheint er wohl zu sein. Und etwa einen Monat später verstarb Kyasi Tokten dann ganz plötzlich. Gyaltsab Rinpoche nun andererseits hatte die zuvor von Chütok Jamtso empfangene Schriftrolle mit dem Vermächtnis und der Vorhersage angeschaut. Und er hat eine große Vorliebe für den im Osten geborenen Tulku, den in Ngom. Aber insofern die überwiegende Mehrzahl der Leute in diesem Gar, in diesem Zeltlager, und dort sich auf die Seite des westlichen Tulku schlugen, war es wohl vorübergehend so, dass auch für Gyaltsab Rinpoche es da keine großen Möglichkeiten gab. Er ist da selbst nach Kongbo Trasum gegangen. Er konnte es gewissermaßen nicht verhindern, diesen Amdo Trulpo dort zu treffen. Bei dieser Gelegenheit hat Gyaltsab Rinpoche, als er seine Aufwartung machte, dem Trulpo drei weiße Schals, also drei Kataks, dargeboten, überreicht, worauf diese alle drei jeweils sofort zurückgegeben wurden, was er etwas als ein merkwürdiges, nicht so gutes Anzeichen vernahm und darüber etwas unfroh.
Das war natürlich die alte Tradition. Heutzutage ist es anders. Dann, wenn wir einen Katak jemand übergeben, dann kriegen wir ihn sofort wieder zurück. Das war aber nicht die Gepflogenheit zu jener Zeit. Wenn also der Anlass so ist, dass man meint, man muss einen weißen Schal opfern, schenken, und okay. Und falls es dann angemessen erscheint, umgekehrt, dass ein solcher Schal zurückverliehen werden soll, dann würde man einen anderen weißen Schal nehmen, nicht denselben. Weil so empfunden, wenn man denselben Schal wieder zurückgäbe, es den Eindruck erweckte, also als ob wolle man ihn nicht. Es wurde als ein Zeichen mangelnden Respekts empfunden, eben diesen Schal zurückzugeben, gewissermaßen zurückzuweisen. So scheint es jedenfalls früher empfunden worden zu sein. Heute haben wir vielleicht nicht diese Art Vorstellungen. Wie dem auch sei, jedenfalls bei diesem Anlass war es schon von Anfang so, dass es sich für Gyaltsa Pamuchi nicht stimmig anfühlte. Um also geschickt vorzugehen, hat er mit dem Leiter des Zeltlagers Chung Tashi Dündrup eine Unterredung, ein Wechselgespräch geführt. Und man hat dann diesen Amdo Tuku, diesen Jungen, eingeladen nach Gongbo Zellakang. Gongbo Zellakang spielt eine sehr wichtige Rolle. Dieser Tempel war ein Aufbewahrungsort auch für das Vermächtnis der Karmapas, angefangen wahrscheinlich von Thüsum Khyentpa bis hin zu dem sechsten Karmapa, waren deren Vermächtnisse dort gelagert. Weshalb es auch bekannt wurde unter dem Namen die schwarze Schatzkammer der Karmapas oder der schwarze Schatz der Karmapas, also ein außerordentlich wichtiger Ort der Aufbewahrung der Vermächtnisse und damit auch ein wichtiger Klostersitz. Also aus diesem Grunde wurde die Einladung nach Gongbo Zellakang gesprochen und man hat den Amdo Tuku dort sozusagen in eine Art Klausur geschickt, ihm angewiesen, dort in einer Klausur zu verweilen. Und weil zu diesem Anlass auch Gyaltsa Pamuchi ein Traum widerfuhr, sollte ich vielleicht von diesem Traum berichten. Darin sah er die gesamte westliche Gegend in Dunkelheit und nicht gut ausgeleuchtet, mit einem unangenehmen Gefühl verbunden. Und die gesamte östliche Gegend, der östliche Horizont, von einem strahlenden Licht erfüllt und ausgeleuchtet und mit einem Gefühl der Freude verbunden. Und ebenso war da ein Löwe im Westen, der aber nicht sprechen konnte. Sein Löwe unfähig zu sprechen. Und im Osten erschien dann ein Drache, der in dem Augenblick, wo er seine Stimme erschallen ließ, bewirkte, dass der im Westen sich befindende Löwe sofort sich in einen weißen Hund verwandelte. Solche Zeichen waren da in diesem Traum zu sehen. Worauf er sich dachte, der unbestreitbar richtige Tulku, das muss der im Osten sein. Solche Art hatte er schon vorher dem Rongpo Lama Chöba diese seine Meinung mitgeteilt. Und da war noch Bao Zudak Drengwa in seinem 9. Lebensjahr in Tuchek, in seinem Sitz in der Nähe von Lhasa, muss das gewesen sein. Und bei dieser Gelegenheit auch von Lhasa heraufkam. Und dann gab es zu dieser Zeit den großen Disziplinator Demakushi. Disziplinmönch oder Disziplinator ist jetzt nicht so, wie wir heutzutage von der Gelug-Tradition kennen. In dieser früheren Zeit, in dem großen Zeltlager, gab es viele solche Disziplinatoren. Zum Beispiel Sangi Nyemba Chubtop, der Siddha, hat dort auch in dieser Funktion als Disziplinator gewirkt. Jedenfalls gab es zu dieser Zeit einen solchen Disziplinator mit dem Namen Demakushi. Und bei der Gelegenheit ins Gespräch gekommen mit Demakushi,
hat Demagogi zu Bao Zhugdagang so das Folgende gesagt. Und da waren im Zusammenhang mit Bao Zhugdagang war dann einige Kongbo-Mönche gekommen. Und sagte dann, da, wenn eurem Baba Zhugdagang, euer Tulku da, ist der Vater von dem auch wirklich richtig schlau? Und der fuhr fort, wenn dem nicht so ist, dann ist es so vielleicht okay, aber falls dem so wäre, dann wäre es nicht ganz einfach. Weil nämlich unserem aus Kongbu Tusum kommenden Tulku, so man sieht diesen westlichen Tulku, von diesem aus Kongbu Tusum stammenden Tulku, der Vater, der ist richtig gewieft. Der hat ein richtig forsches Auftreten. Was macht ihn so forsch im Auftreten? Nun, er geht umher und sagt, heutzutage ein Tulku zu machen ist so einfach. Einen auf Tulku zu machen ist so einfach. Und warum? Weil wenn dann Leute kommen, sagen, und warum? Wenn dann irgendjemand kommt und sagt, kannst du dich an dieses frühere so und so erinnern? Dann sagt man, ja, ich kann mich daran erinnern. Falls jemand fragt, kannst du dich nicht an dieses frühere erinnern? Nein, kann ich mich nicht erinnern. Und wenn jemand fragt, erkennst du mich? Ja, ich erkenne dich. Und auf die Frage, erkennst du mich denn nicht wieder? Sagt man, nein, ich erkenne dich nicht. Außer diesen beiden Sätzen braucht man nichts. Das alleine zu sagen, ist schon vollkommen genug. Um einen Tulku zu machen, braucht man nicht mehr als nur so zwei, drei Sätze. Einen solchen Vater, der so gescheit und durchsetzungsfähig ist, der hat unheimlich was drauf. Solche Art Gespräch ist da aufgekommen. Weil bis zu diesem Zeitpunkt hin hatten die meisten, die sich damit befassten, eigentlich keinerlei Zweifel daran, dass es dieser westliche Tulku sein müsse. Und abgesehen davon, dass der Vater da alles Mögliche angezettelt hatte, hatten die Leute selbst eigentlich gar keinen Zweifel im Hinblick darauf, ob es sei oder nicht sei. So ist jedenfalls hier der Bericht von Bao Zhugdagang selbst. Was aber dem vorausging noch an Situation war, dass von Yuzhang her Deshi Pamutrupa Opferungen gemacht hatte. Und auch der für das Zeltlager zuständige, der Zangpo Dönyu Dorje, der sich um die Zangpas kümmerte, der aus dem Zelt der Dönyu Dorje und auch der aus dem Zeltlager stammende Gyaltsab Tulku und auch die aus Zurpo und Karmagön stammenden Mönche, die Lamas und die Mehrzahl der Sponsoren und Rinpoches. Überwiegend ein großes Interesse an dem Amdo-Tulku entfaltet hatten. Aber zu dem eigentlichen Tulku und dessen Eltern nicht viel Interesse zeigten. Und weil im Hinblick auf sie da wenig Interesse war, gab es auch keine Unterstützung. Sie verarmten an Kleidung und Essen und mussten für ihren Lebensunterhalt betteln gehen, viele Härten durchleben. Ganz allgemein war es bis zu diesem Zeitpunkt alle früheren Karmapas so, dass sie schon in den frühesten Jahren ihrer Kindheit gefunden und dann betreut wurden, dass also sie niemals hatten warten müssen bis zu ihrem 6., 7. Lebensjahr. Aber für Mikyo Dorje war es so, dass er selbst im 7. Lebensjahr bis dahin noch niemand hatte, der sich um ihn kümmerte, wodurch er selbst für Essen und Kleidung große Schwierigkeiten erleben musste. Aber außer der Karmapa Mikyo Dorje so etwas erleben musste, bei den späteren Karmapas ist so etwas eigentlich dann nicht mehr vorgekommen. Und dann war da noch, dass es einige Male beinahe dazu kam, dass er schon gestorben wäre. Er war mehrere Male heftig erkrankt.
Aber man muss wissen, zu jener Zeit, da gab es nicht viel an Ärzten und Heilkunden, Heilmitteln, so war es richtig schwierig. Und in dieser Situation hat sich Miki Dorje, der junge Tulku, Folgendes gedacht. Heutzutage, wenn man da als ein Tulku, als eine Wiedergeburt anerkannt ist, dann kann man praktisch gar nichts mehr für die zukünftigen Lebzeiten an Guten ansammeln. Und außer, dass man diese und jene Dinge in diesem Leben regeln muss, gibt es dann eigentlich nichts mehr zu tun. Und nicht nur das, sogar in diesem Leben bist du völlig ausgeliefert und abhängig für Essen, Kleidung und Anerkennung von anderen. Mitten im schlammtiefen Leidens versunken. Da lass doch den Namdo Tulku, dass man sich um ihn kümmert. Und falls ich einfach für eine gewöhnliche Person gehalten und nicht den Titel Karmapa zuerkannt bekomme, dann werde ich später in das Kloster in Yuzhang gehen, die Taizang-Kloster, ein Kloster, in dem sowohl gelehrt wird, wie auch geübt, und werde so verfahren wie die großen Meister in der Vergangenheit. Und ich werde all die Lehren, die verloren gingen, wieder restaurieren und tun, was ich kann für das Wohl der Lebewesen. So hat er für sich gedacht und fühlte eine große Freude oder Genugtuung aufkommen und hat es dann auch anderen so gesagt, soweit die Geschichte. Wie dem auch sei, es gab jedenfalls auch zu jener Zeit, auch wenn jetzt nicht mit großem Interesse oder einer Vorliebe schon für den östlichen Tulku, doch aber gute Schüler des früheren Dharmapas, die in ein reines, makelloses Kind hinein durch den Segen des Mahakala da Prophezeiungen in der Lage waren durchzuführen. Wie funktioniert das? Das ist gewissermaßen, dass man eine Gottheit einlädt, in einen Körper eines Menschen zu gehen. Und dazu braucht man also jemanden, der diese Gottheit empfängt, was heutzutage irgendeine spezielle ausgesuchte Person ist, aber zu jener Zeit damals war das eigentlich nicht übel, sondern man brauchte nur ein kleines Kind, ein von reinem Gemüt, ein gutherziges kleines Kind brauchte man. Und dann des Dharma-Schützers Bernardchen Mahankala, dessen Segen praktisch einlud in diese Person. Und dann, wenn dieser dort eingetreten ist, dort in der Lage war, Prophezeiung zu geben. So eine Gepflogenheit gab es. So waren da also einige gute Yogis, die zu so etwas in der Lage waren. Und sie haben also ein gutes Kind gegriffen und dann diesen Segen des Bernardchen in dieses Kind hinein eingeladen. Und was war die Prophezeiung? Sie hörten dann, der Herrscher von China und alle Menschen in dieser gesamten Welt haben tiefes Vertrauen, dass dies der Tulku des Karmapa ist. Solche Prophezeiungen wurden ihnen zuteil. Und nicht nur das, sondern es gab auch viele andere große Meister und besonders solche, die in tiefem Samadhi in Versenkung geübt, auch die Kraft der Hellsicht besaßen und Visionen von ihren Übungsgottheiten und so weiter. Und sie haben einhellig verkündet, dass der aus dem Osten, der Tulku, das der richtige Tulku des Karmapa sei. So haben sie ihn also identifiziert und ihr Vertrauen bekundet. Und sie sagen, dass diesen westlichen Tulku betreffend, dass da zwar ein großes Aufhebens um ihn gemacht werde, aber eigentlich es jeder anderen Art von Begründung entbehre, dass er der richtige Tulku sei. Und außerdem dann aus der Gegend, wo Karmapa Mitchen Deutsche geboren war, dass da von Rinpoche, von Olong und so weiter, die verschiedenen Gemeinden haben Briefe verfasst und in das Gar-Lager, in das Zeltlager geschickt, um da ihre Meinung zu bekunden. Die eigentliche Wiedergeburt des Karmapa ist dieser hier aus unserer Gegend.
Und es wäre besser, wenn jene, die da noch von Schülern von Kamapa Chödöktamsu verblieben sind, dass diese sich darum kümmern und die Entscheidung treffen. Solche Bitten und Vorschläge haben sie vorgebracht, sodass es schließlich dazu kam, in dem 7. Lebensjahr des östlichen Choku, dass er von Jalzab Rinpoche dort in das Zeltlager eingeladen wurde. Und die Anführer des Zeltlagers entsandten eine Willkommensgruppe, um ihn in Empfang zu nehmen. Bis dahin hatten alle die, die da für das Zeltlager zuständig waren, keine offizielle Entscheidung getroffen, wer denn hier jetzt der richtige Turko sei oder nicht sei. Und insofern war unter jenen, die dort entsandt waren, um ihn in Empfang zu nehmen, auch vorher ein Gespräch gelaufen, wo sie sich entschlossen, weil unsere Anführer hier keine Entscheidung getroffen haben. Wir gehen aber hier als die Repräsentanten des Garten, des großen Zeltlagers. Dann ist es wichtig, dass wir keinerlei Fakten vorgreifen und dass wir keinen besonderen Respekt zeigen, kann es nicht verneigen. Wir werden auf keinen Fall um einen Handsegen bitten und wir werden auch nicht einmal einen Katak, einen weißen Schal anbieten. Mit solch einem Entschluss sind sie also auf die Reise gegangen. Aber wir erinnern uns an die Geschichte des Buddha und die Gruppe der fünf anderen seiner Weggefährten, mit denen er zusammen zunächst geübt und viele Härten durchlaufen hat. Und später dann, als Buddha selber dieses alleine Härten zu erleben aufgab, waren die anderen darüber sehr enttäuscht. Und sie hatten den festen Entschluss unter sich gefasst, dass wenn der Buddha später vielleicht wieder käme oder sie ihm begegneten, dass sie auf keinen Fall Zeichen des Respekts, der Verneigung, des Willkommenheißens zeigen wollten, auch keine Matte für zum Draufsitzen ausbreiten oder ihnen gar die Vorrangposition in ihrer Sitzreihe einräumen wollten. Aber als dann Buddha daherkam, schmolzen all diese Vorsätze einfach dahin. Und so war es auch mit diesen aus dem großen Zeltlager, aus diesem Garchen entsandten, diesem Willkommenskomitee, als sie dann tatsächlich den Turku sahen, ihm begegneten, da waren sie überwältigt und haben wie von sich aus sofort sich niedergeworfen und um einen Handsegen gebeten und ihre Opferungsgaben und Kataks dargebracht. Und alle anderen haben es dann so nachgemacht. Und im Besonderen, weil er dann die größte Mehrzahl aller der alten Schüler sofort wiedererkannt, bei Namen angerufen hat. Ah, du bist doch der, du bist doch der und so weiter. Sodass in allen sofort der Eindruck aufkam, ah, da ist der Kyalwang Chödöktamsu, wieder ist dieselbe Atmosphäre. Und vielen kamen die Tränen des Vertrauens. Viele von ihrem Herzen her wandten sie sofort an ihn und waren von großer Freude erfüllt. Nun aber, am ersten Tag des ersten Monats des Jahr des Vogels, und eigentlich wollte ich an dieser Stelle eine Geschichte zu diesem Vogeljahr erzählen, aber ich habe das nicht richtig vorbereiten können. Also an diesem ersten Tag des ersten Monats des Vogeljahres kam es dazu der Erstbegegnung mit Kyaltsab Turku. Und Kyaltsab Rinpoche richtet die Frage an den Turku: Erkennst du mich? Wer bin ich? Und sind diese Zelte und das ganze, die ganze Anlage hier so wie in der Vergangenheit? Und wer ist der Besitzer oder der Herr über all diese Zelte? Und er hielt die Antwort: Ja, ich erkenne dich. Du bist Nyewo Goshri, nicht wahr? Du hast dein Haar sehr lange wachsen lassen. Früher war das nicht so, da hast du sie ganz kurz gehalten.
und sei nicht so nervös. Die Anordnung der Zelte ist genau wie ehedem. Und der Herr über diese Zelte bist du, nicht wahr? So war die Antwort. Zu dieser Zeit, wahrscheinlich weil es gerade Losar, also Neujahrfeier war, hatte man von Karmapa Chüdrakcham zu seinen Thron, seinen Sitz, seinen Baldachin, die Vorhänge, die seine Tassen, aus denen er zu trinken pflegte und so weiter, alles sehr schön arrangiert. Und der östliche Tugu setzte sofort seinen rechten Fuß darauf und war dabei, hinaufzuklettern, um auf dem Thron Platz zu nehmen. Aber die Umstehenden waren sofort aufgeregt und haben gesagt, nein, das ist jetzt nicht angemessen. Und also obwohl er solche viele wundersamen Zeichen und so großen Mut unter Beweis stellte, waren die Leute in dem Zeltlager immer noch unentschieden. Wir wissen nicht, ob es jetzt der östliche Tugu ist oder der westliche Tugu. Irgendwie können wir uns nicht entscheiden. So war die Situation. Und dann eine Weile, ein paar Tage später, hat dann der östliche Tugu, also Mikyo Dorje, sich an Akuatra und den... Akuatra war ein Schüler von Chüdrakcham und auch an den Sekretär Sancho Brenchin gewandt und sie beiseite genommen und mit ihnen gesprochen. So mit den Worten, ich habe da so einige Dinge, die ich gerne mit euch bereden möchte. Mir scheint, dass ihr hier in diesem Zeltlager weder die Lehrer noch die Schüler irgendjemand in der Lage ist, richtig miteinander zu diskutieren. Ich habe euch viele, viele Zeichen gegeben, dass ich die Vergangenheit, das frühere Leben ganz klar erinnere. Zeichen und Symbole genannt. Habt ihr denn überhaupt kein Gefühl und Verständnis? Wenn ihr da tatsächlich weiter so euch verhaltet und überlegt, ob es nun derjenige ist oder ob es der andere ist, der Tugu, oder wer mag der Tugu sein? Wenn ihr so vor lauter Hin- und Herreden und Unentschlossenheit euch nicht weiter bewegt, wie wollt ihr dann jemals erkennen, wer der eigentliche Tugu ist? Glaubt ihr, dass das zu einem guten Ergebnis führt? Selbst der Nyewo Goshri, also Kyaltsa Rinpoche, der selbst kann sich noch nicht definitiv zu irgendetwas äußern. Euer großer Boss hier ist immer noch unentschlossen. So hat er zu ihnen gesprochen. Und da waren sie doch sehr erstaunt und noch ein bisschen betroffen oder erschrocken, dass so ein kleines Kind mit ihnen solche harten Worte zu sprechen in der Lage war. Und irgendwie haben sie sich dann doch auf ihn besonnen und mit der Bitte, ob er ihnen denn einen Rat geben könne. Wie sollen wir denn zu einer Entscheidung kommen? Die Antwort war, nun, die Entscheidung, die müsst ihr in eurem Herzen treffen. Das Rumgerede draußen, das bringt nichts. Die Entscheidung muss innen in eurem Herzen, in eurem Bewusstsein fallen. So, in dem Zeitpunkt heißt es, sei Mikyo Dorje 7 Jahre alt gewesen, aber das ist die tibetische Zeitrechnung. Eigentlich war er nur 5 Jahre und 3 Monate alt. Und nichtsdestotrotz hat er die Kraft der Rede und die Intelligenz zu unterscheiden, was zu tun und zu lassen ist, und war in der Lage, solche Unterweisung zu geben. Schlussendlich, als sie sich immer alle noch nicht entscheiden konnten, kam es dann dazu, dass man beide Tulkus, den östlichen und den westlichen Tulku, zusammen einlud und da waren viele Tausende von Menschen versammelt. Und vor diese versammelte Menge hat man die beiden Tulkus eingeladen. Da haben dann viele Leute sie mit Fragen konfrontiert. Fragen im Hinblick auf Dharma, Fragen im Hinblick auf weltliches Geschehen, dann geprüft darauf, ob sie bestimmte Leute wiedererkennen, ob sie bestimmte Dinge, Substanzen wiedererkennen. Wer waren alles die Schüler des früheren Karmapa? Und vor sie Gegenstände gelegt, zum Beispiel die bestimmte Gerätschaften, wie der Karmapa früher in den Händen gehalten hat, und dann gleichartige
die es nicht waren, daneben gelegt und sie mussten entscheiden, welches die richtigen oder nicht waren. Sie haben gefragt, so, jetzt entscheide, welches sind die Gerätschaften des früheren Karmapa. Sie manchmal heftig angesprochen und mit ihnen geschimpft und so weiter. Also es war wie so ein richtiger Disput, der sich da entfaltet hat. Und viele Leute haben das so gemacht. Zu dem Zeitpunkt war der Junge aus Amdo tatsächlich also 7 Jahre alt. Also 7 Jahre im westlichen Sinne. Aber außer, dass er seine Eltern kannte oder Bescheid wusste über Essen und Trinken, war er über alles andere unkundig. Und wenn es darum ging, da Gerätschaften zu identifizieren, dann hat er, was immer er kriegen konnte, einfach genommen. Und manchmal begann er zu weinen. Und als dann die vielen Leute da mit großem, heftigen Geschrei und Gebrüll und Gerede im Zugange waren, dann sind ihm manchmal die Tränen gekommen. Und dann hat der Amdo-Türke, also der Vater von diesem Amdo-Türke, das war ja dieser Gewiefte, der so richtig forsch im Auftreten war. Also dieser Amdo-Lama, der hatte dann so andere Leute organisiert, also viele Mantraübende und andere, und hatte dann die unterwiesen, dass die da herumlaufen in der Menge und dann immer wieder so und zur Unterstützung, so anfeuern, so wie so eine Anfeuerungsgruppe, die dann immer wieder von hinten herum dann in Geschrei und Gebrüll ausbrach und sagt, ach, da ist der östliche Türke und was macht er da für komische Sachen und irgend sowas. Sie waren also da immer dabei mit Geschrei, mit einer Brüllgruppe, die Unterstützung zu liefern. So mit den Worten, ach, schaut doch, was dieser östliche Türke da macht. Ist der nicht komisch und überhaupt? So haben sie also haufenweise alle merkwürdigen Dinge angezettelt. Aber wie auch immer, der östliche Türke war dort, saß dort ohne jedes Anzeichen von Angst. Zwar keine Angst, aber an diesem Tag doch irgendwie sehr erschöpft. Mit dem Gedanken, dass das alles nichts bringt und auch die verschiedenen Gegenstände da nicht deutlich identifiziert. Er hat nicht aufgezeigt, welche der Gegenstände jetzt die der früheren Inkarnation seien oder nicht. Wohingegen der westliche Türke einfach mit der Aussage, das sind alles die Dinge von Karmapa und die sind mir, und die hat er dann einfach genommen und hat seinen ganzen Tisch damit vollgepackt. Wodurch in der Folge dann alle, die da als Unterstützungstruppe unterwegs waren, in Gebrüll ausbrachen, ja, wir haben gesiegt, wir haben gesiegt. Aber von diesem Zeltlager, die meisten waren da von diesem Amdo-Lama bestochen, ja, nicht durch Geld, sondern er hat ihn da, wo sie Butter brauchten, hat ihm Butter gebracht, hat ihm Tee gebracht und Fleisch und so weiter. Sie also mit solchen Dingen versorgt. So hat er das alles inszeniert, aber Gyaltsa Rinpoche war da sozusagen eigentlich nicht richtig dran beteiligt. Er hatte eigentlich gar nicht viel Einflussmöglichkeiten. Also eigentlich im Allgemeinen muss man sagen, Gyaltsa Rinpoche hatte es sehr schwer zu dieser Zeit. Diese Situation habe ich eigentlich vor, später nochmal darzulegen. Es ist eigentlich eine Geschichte, die mich außerordentlich betrübt oder traurig gemacht hat. Aber es ist okay, dass ich die zu einem anderen Zeitpunkt vortrage. Wie dem auch sei, kam es jedenfalls dazu, dass Gyaltsa Rinpoche im Grunde genommen gar nicht viel machen konnte. Und er erklärte, jetzt ist euer östlicher Türke eigentlich unbestreitbar so geworden. Und ich kann aber heute und hier nichts ausrichten. Jetzt wäre also der Zeitpunkt, wo ihr aus Rinpoche und aus Laurent und Gyaltsa, also diese drei Gegenden, Gemeinden, aus denen diese Leute kamen, jetzt nehmt ihr euren östlichen Türke und geht wieder nach Hause. Hier könnt ihr offensichtlich nichts ausrichten. Und da kam es dann dazu, dass diese Leute aus demselben Heimatgegend, gewissermaßen aus Lorong und Chatun, und die eigentliche Geburtsstätte von Karmapa war also irgendwo da in der Nähe von Lorong und Chatun, dass sie sagten, also wenn es um den Türke geht, da ist es tatsächlich natürlich genau dieser. Der ist der richtige Türke und das ist eigentlich
unbestreitbar so. Und wenn Sie ihn jetzt nicht intronisieren, dann werden wir all diesen westlichen, mit dem westlichen Türken mitsamt seinem Gefolge hier mit einem Krieg überziehen. Wir bereiten uns jetzt hier auf einen Kampf vor. Und so haben Sie da eine Kampfstimmung geschürt. Sie alle waren Kampas. Wenn Sie nicht hören wollen, dann müssen Sie fühlen. Wir sind Kampas. Und jetzt gibt's Krieg. Das hat den Leuten im Zeltlager schon zu denken gegeben, denn mit den Kampas anzuzetteln ist nicht unbedingt lustig. Da waren sie doch etwas beängstigt und sie sind wieder zu Chalzabramatschi gegangen und haben ihn gefragt, was meinst du denn? Wir machen es genau so, wie du es denkst. Und da hat Chalzabramatschi die Prüfung übernommen. Er hat gesagt, ich werde die letzte Prüfung oder Entscheidung treffen. In der Nacht des 10. Tages des 2. Monats. Kelsatrambuche hat sich an Guru und Deva gewandt mit seiner Herzensbitte. Bitte gebt mir ein Zeichen im Traum, welches der richtige Tulku ist. Also bei dieser letzten entscheidenden Prüfung, was hat er für einen Traum gehabt? Und in diesem Traum war es so, dass ihm der Tulku, also der östliche Tulku, dort erschien, zu ihm kam, mit einer etwas finsteren Miene, zeigte also ein Zeichen des Missfallens. Hast du immer noch Zweifel auf mich bezogen? Was kann ich da noch für dich tun? Er hatte in dem Traum den Eindruck, dass der Tulku vor ihm aufrecht stand. Und im Traum dachte Kelsatrambuche, es ist schon lange jetzt her, dass dieser Tulku hierher gekommen ist. Und wir haben ihm nicht erlaubt, auf dem Thron Platz zu nehmen. Das hat ihm nicht gefallen. Jetzt hat er nichts, worauf er sitzen kann. Vielleicht, was kann ich anbieten, damit er sich hinsetzen kann? Und im selben Augenblick war da im Traum plötzlich ein entsprechender Sitz. Und Kelsatrambuche hat sofort das mit der Aufforderung verbunden und sagt, bitte, nimm doch auf diesem Sitz hier ein bisschen Platz. Aber dazu kam es nicht, sondern der Tulku verließ den Platz wieder und ging nach draußen, um in sein eigenes Zelt zu gehen. Und ein bisschen später dann, in diesem Traum, war ihm so, dass da eine weiß gekleidete Frau auf ihn zukam, von weißer Hautfarbe und weißer Seide gekleidet, die eine unglaublich große, weiße Muschel daher trug. Eine weiße Muschel von solch unglaublicher Größe, wie er sie nie zuvor gesehen hatte, die so groß war, dass selbst zwei Männer sie mit den Armen nicht hätten umspannen können. Und diese riesengroße Wundermuschel trug sie auf der linken Schulter daherkommend. Und vor ihm angelangt, was gab sie zu ihm zu verstehen? Sie sagte, ich habe diese Muschel überall ertönen lassen, in jedem Land. Und wie kommt es dazu, dass du dich um diese weiße Muschel jetzt nicht kümmern möchtest? So stand sie da aufrecht vor ihm. Und selbst wenn ich gedacht habe, ich würde sie hier noch einmal blasen, irgendwie kann ich nicht und deshalb gehe ich wieder. Nahm die Muschel auf die Schulter und ging zurück in derselben Richtung, wie der Tulku zuvor entschwunden war. Wieder nach einer Weile kam eine andere Frau mit roter, dunkler Hautfarbe, braunem Haar und mit großen, aufgerissenen, blutigen Augen und einem leicht zornvollen Ausdruck. Und sie sprach zu ihm, jetzt hör endlich auf diese Lügen zu hören. Wenn du weiter auf diese Lügen hörst, dann kann dich ein heftiger Schlaganfall, eine Krankheit ereilen.
So ist sie mit diesem sehr ungünstigen Zeichen im Traum dann entschwunden. Und da kam es dazu, dass dann in ihm zweifelsfrei die Entscheidung und die Gewissheit aufkam, dass dieser Turgo tatsächlich der Karmapa sei. Und weil es dann nun endlich so war, dass alle Zeltleute auf ihn hörten, dann war es jetzt eben an diesem 10. Tage dieses Monats, dass sie in einer Weise königsgleich in der Tradition, dass sie den Turgo dazu einluden, auf dem Löwenthron des Zeltlagers, des großen Zeltlagers, des Garchens, dort Platz zu nehmen, um ihn dann auf verschiedene Weise zu intronisieren. Und in diesem Moment der Intronisation kam es dazu, dass alle die Zeltleute plötzlich von tiefem Vertrauen ganz überwältigt waren und sie sich fragten, wie kann das vorher dazu gekommen sein? Waren wir denn alle vom Wahn umkrallt irgendwie in einem Nebel im Geiste, als ob da Dämonen von uns Besitz ergriffen hätten? Voll des Erstaunens und Verwunderns darüber, wie sie vorher in diesem Geisteszustand hätten sein können. Solche Art Verwunderung breitete sich also aus. So kam es also, kurzum, am Ende letztlich dazu, dass der Turgo als Miki Dorje, als die Wiederverkörperung von Karmapa Chödak Jamtso intronisiert werden konnte. Okay, und was ist dann mit dem westlichen Turgo passiert? Der westliche Turgo, das war so, wie es Karmapa Miki Dorje vorher in seiner eigentlichen Heimatgegend bereits gesagt hatte. Er ist nicht Karmapa, er ist einfach ein Mönch von mir. Er war ein Leiter des Surmang-Klosters und er hat ihn deshalb später als Surmang Chetsang Chulko identifiziert und ihn in dem Ziluk-Kloster dort installiert. Und dann hat er vor dem Amdo-Lama etwas zu ehren und aber wo war der Amdo-Lama? Nachdem der östliche Turgo, der Karmapa war und intronisiert wurde, war der Amdo-Lama irgendwo völlig verschwunden, vielleicht war er geflohen, wie auch immer, nicht auffindbar. Das war also eigentlich so, dass Miki Dorje von sich aus vorhatte, ihn gut zu behandeln, ihm etwas Gutes zu tun. Aber er ist irgendwo auf und dahin und weg. Und es geht das Gerücht, dass es ihm später nicht so gut ergangen sei. Aber was genau da vorgefallen ist, ich weiß es auch nicht. Es heißt nur, es sei ihm nicht gut ergangen, aber in welcher Weise, das entzieht sich meiner Kenntnis. Okay, so war das also. Und auf diese Weise habe ich jetzt hier dargelegt, dass es zur Zeit von Karmapa Miki Dorje eben diese zwei Turkus und den Streit darum gab. Und die Geschichte dieser Auseinandersetzung, dieses Streits, habe ich hier so in kurz andeuten können. Und an dieser Stelle werden wir es erstmal hier belassen. Und vielleicht ist es auch für heute jetzt genug. Morgen ist dann frei. Und weil morgen frei ist, habe ich da so ein bisschen in mir das Gefühl von Freude darüber. Wie dem auch sei, jedenfalls übermorgen werden wir dann hier weiter fortfahren. Und insbesondere hatte ich diesen Plan, dass ich darüber etwas berichte, wie es vor der Zeit von Karmapa Miki Dorje üblich war, dass die Karmapas aufgefunden wurden, wie was sie für eine Botschaft hinterlassen hatten und wie die Namen ihrer Eltern waren und so weiter, dass ich darüber ein klein wenig sagen könnte. Okay, vielen Dank. Kommen wir zur Widmung.